Eine Auswirkung bzw. eine Bestimmung des Versailler Diktates war es, dass dem Deutschen Reich sämtliche bis dahin erworbenen Kolonien, das Deutsche Reich nannte sie Schutzgebiete, wieder weggenommen wurden mit der Begründung, die Deutschen, das Deutsche Reich sei nicht in der Lage und nicht befähigt im Umgang mit diesen Kolonien und daher wurden sie nach den Bestimmungen des Versailler Diktates wieder weggenommen. Wie diese Thematik zu bewerten ist und ob das Verhältnis der deutschen Kolonialpolitik den Menschen in den Schutzgebieten gegenüber in der Tat ein problematisches war oder nicht, das werden wir im folgenden Gespräch erleben. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Jan, eines der sogenannten dunklen Flecken der deutschen Geschichte. Man ist ja immer noch froh, bei gewissen Kreisen, wenn man außerhalb der Zeit des Zweiten Weltkrieges auch noch weitere solche Flecken entdeckt, ist die Kolonialpolitik und ist das, wie sich der ach so böse Kaiser dann in den Schutzgebieten aufgeführt haben soll. Vielleicht bevor wir in das konkrete Thema Deutsch-Südwest, Südwestafrika einsteigen, gibt es so eine allgemeine Bewertung oder Beurteilung, wie deutsche Politik als Kolonialpolitik sich dargestellt hat? Ist das vergleichbar mit den Briten, mit den Engländern, Franzosen? Ist es schlimmer, ist es weniger schlimm? Kann man da sowas allgemein drüber sagen? Ja, es gibt eine Besonderheit in der deutschen Kolonialpolitik. Das hat jetzt nichts mit dem vielbeschworenen deutschen Sonderweg in der Geschichte zu tun, nicht? Da muss man schon mal festhalten, dass es auch einen thailändischen und einen uruguayischen Sonderweg in der Geschichte gibt. Gibt es auch den deutschen. Deutschland ist relativ spät Kolonialmacht geworden, nämlich erst seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts. Das ist aber auch wieder nicht so ein Riesensonderfall, wenn man bedenkt, dass die USA ihre Kolonien noch 10 Jahre später erworben, kann man auch sagen. Man kann auch sagen, sie hat sie militärisch besetzt, hat sie geklaut von den Spaniern. Aber die klassischen Kolonialmächte, Spanien, England, Frankreich, Portugal, haben Jahrhunderte früher schon ihre Kolonien erworben, während das Deutsche Reich das erst, aus bestimmten Gründen, das Deutsche Reich gab es ja erst seit 1871, diese Kolonien dann in Schwarzafrika relativ spät erworben hat. Also auch wenig Zeit hatte, wenn man bedenkt, 1884 bis 1914, Nicht viel Zeit. Ja. Also relativ wenig Zeit, diese Kolonien zu entwickeln. Das kann man schon mal objektiv festhalten. Ja. Wenn man sich jetzt die Politik dort ansieht, ich erinnere mich noch, wir hatten ja mal so einen Außenministerdarsteller namens Joschka Fischer, der eine Reise angetreten hat in ein ehemaliges Schutzgebiet und dann zu seinem völligen Entsetzen und völliger Überraschung, also es paarte sich dann beides, von den dort Verantwortlichen, das war glaube ich irgendein Südseebereich, gefragt wurde, ob denn die Bundesrepublik nicht wieder Schutzgebiet und Schutzmacht werden wolle, was er dann natürlich logischerweise und politisch korrekt weit von sich gewiesen hat. Nur wenn das in diesem Tagen oder in diesen Jahren, sagen wir mal so, in diesen Jahrzehnten mit einem solchen Ansinnen an die Politik in der Bundesrepublik herangetragen wurde, können die Erfahrungen, die diese Menschen, also deren Großeltern, Urgroßeltern gemacht haben, ja nicht so voll katastrophisch gewesen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in Indien bei dem Besuch der Queen man sie darum bitten würde, ob die Kolonialstatus von Indien mal wieder hergestellt werden könnte. Das kann ich mir auch nicht so recht vorstellen. Tatsache bleibt, dass die deutschen Kolonien, also vor allem die größten befanden sich ja in Afrika, relativ gut verwaltet worden sind. Aber noch wichtiger ist die Tatsache, dass Deutschland, ich sage es mal erstmal so summarisch, Deutschland diese Kolonien ja nicht mit Feuer und Schwert erobert hat oder dort Sklavenhalterposten errichtet hat, sondern dass die deutschen Kolonien entstanden sind aus Privatverträgen zwischen deutschen Kaufleuten. Ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele, die Familie Wörmann in Kamerun oder Adolf Lüderitz, ein Kaufmann aus Bremen in Deutsch-Südwest oder Karl Peters in Deutsch-Ostafrika. Das heißt, man hat dort mit den ansässigen Häuptlingen Verträge geschlossen
Und die haben sich unter den Schutz des Deutschen Reiches gestellt. Also da kam nicht jetzt eine bewaffnete Truppe von Abenteurern an und hat dort die Einheimischen massakriert, ja, sondern man hat Verträge geschlossen. Dass diese Verträge natürlich, dazu kommen wir sicher noch ausführlich, vor allem was Deutsch-Südwest angeht, nach europäischen Rechtsvorstellungen gestrickt waren, ist ja völlig klar. Und insofern hatte die deutsche Kolonialmacht nicht dieses Stigma an sich, mit irgendwelchen Massakern an den Eingeborenen diese Kolonien überhaupt gegründet zu haben. Wenn man das dann vergleicht mit den, hast du gerade gemacht, mit den anderen, dann hätten wir in der Geschichte zwei Formen des Kolonialismus. Also eine etwas ältere oder wie die USA dann etwas spätere, die mit militärischer Gewalt sich einfach Territorien einverleibt haben und dann den Weg, den du gerade beschrieben hast, über einen vertraglichen Weg. Das sind aber himmelweite Unterschiede auch für die betroffenen Menschen und Länder und Völker. Naja, muss man Folgendes sehen. Zunächst mal war das Deutsche Reich, zumindest was seinen führenden Repräsentanten in der Politik, Otto von Bismarck, anging, gar nicht so sehr interessiert an Kolonien. Bismarck hat noch 1881 im Reichstag gesagt, eigentlich brauchen wir die nicht. Die sind möglicherweise unwirtschaftlich, aber das Hauptproblem für ihn war, er war ja nach den deutschen Einigungskriegen sehr friedfertig und er hatte die Befürchtung, dass Kolonialfragen immer zu militärischen Streitigkeiten führen können. Wenn man denkt, dass noch 1898 es um ein Haar zum Krieg zwischen Frankreich und England gekommen wäre, wegen der Sudan-Frage, das hat Bismarck etwas gescheut. Darum waren ja diese Koloniegründungen, nennen wir sie mal so, Privatinitiativen von deutschen Kaufleuten. Und der Staat hat sich erst eingeschaltet, als da wirklich die Verträge schon standen, als sich auch als Reaktion auf Bismarcks Rede im Reichstag, wir brauchen keine Kolonien, ein Jahr später der Deutsche Kolonialverband, das war ein Privatverein, gebildet hatte. Und erst nachdem diese Schutzverträge abgeschlossen wurden in einigen Teilen Afrikas, hat dann das Deutsche Reich überhaupt erst ein dafür zuständiges Amt, das Reichskolonialamt, war dem Auswärtigen Amt untergeordnet, später dann Reichskolonialamt, gegründet. Das heißt also, hier ging die Privatinitiative von Kaufleuten aus und der Staat hat sich erst später eingeklinkt. Also es war nicht so, wie man sagt, es war der deutsche Großmachtschauvinismus, der meinte, wir brauchen jetzt auch Kolonien und sei es nur aus Prestigegründen, sondern der Staat hat sich ganz im Gegenteil sehr zurückgehalten, ist da praktisch den Privatleuten hinterhergehinkt. Ja, und du würdest das, du hast jetzt Bismarck angesprochen, gilt das grundsätzlich, wir haben ja über Kaiser Wilhelm uns schon mal sehr ausführlich unterhalten, würde das auch für Wilhelm gelten oder spielten bei ihm schon eine gewisse, ja, ich sag mal, zu einer europäischen Großmacht gehört auch das Thema Kolonie, was ja nachvollziehbar wäre, eine solche Haltung mit eine Rolle oder hat er das anders? Ja, das wäre zeitlich gar nicht hinhören. Also ich sage nochmal vom zeitlichen Rahmen her, das war fast eine schlagartige Aktion, auch wenn die nicht geplant war. Die deutschen Kolonien, wir reden jetzt nur mal von Schwarzafrika, weil das die bedeutendsten waren, sind als Privatbesitz von 1883 bis 85, sind nur zwei Jahre, da war Wilhelm ja noch gar nicht an der Regierung. Dann hatte man diese Kolonien und jetzt war die Frage, wie kann man die schützen zur See und wie kann man den Handel organisieren? Und das war die Rückkopplung bei Wilhelm II., der diesen schönen Satz sagte, bitter Not tut uns eine deutsche Flotte, also er meinte natürlich eine Kriegsmarine, die ja auch diese Schutzgebiete, wie der Name schon sagt, schützen konnte. Ja? Und dass natürlich in solchen Kolonien es immer Aufruhr und Aufstände gab von in jedem Jahr und in jeder Kolonie, ist klar, also man brauchte da auch tatsächlich Kriegsschiffe, die dann, wenn was passierte, wie wir dann nachher sehen werden, die entsprechenden Mannschaften dahin brachten. Ja. Das heißt, die Flotte ist erst im Nachtrab zum Erwerb der Kolonie, nicht umgekehrt, was der normale Weg wäre, entstanden. Und vor allen Dingen, der Weg ist, der uns immer in der Darstellung, also ich sag mal in der sogenannten medialen Darstellung vorgespiegelt wird, dass der Größenwahn von Wilhelm auch sich darin niedergespiegelt hat, dass er unbedingt Kolonien haben wollte. Wir sehen jetzt die zeitliche, das ist gut, dass du darauf hingewiesen hast, die zeitliche Abfolge war genau umgekehrt. Also es war nicht er, der die Kolonien geholt hat, sondern er hat die Kolonien quasi geerbt oder übernommen. Muss man ja auch mal auf den Teppich bleiben, das Deutsche Reich war ja ein relativ großes, auch flächenmäßig und was die Bevölkerung angeht. Und es ist ja kein ein Ausdruck von Größenwahn, wenn man Kolonien haben will, wenn man denkt, dass Wind
winzig kleine Staaten wie die Niederlande, wie Belgien, wie Portugal Kolonien hatten, die waren 10 bis 20 Mal größer als sie selber. Also da müssen ja die Portugiesen und die Niederländer total größenwahnsinnig sein, wenn man dem Deutschen Reich das dann im Gegenzug unterstellen will. Also das sollte man schon wissen, wenn man die Landkarte ansieht, welcher europäische Staat hatte welche Kolonien. Also da ist mit deutschen Größenwahn ist das schon ein bisschen schwierig. Aber du weißt, wie die Argumentation dann mal so doch etwas nassfrosch daherkommt. Hauptsache das politisch korrekte Ergebnis stimmt. Ja, von keiner Sachkenntnis getrübt. Darum empfehle ich hin und wieder auch, ich komme heute nochmal darauf zurück, es ist manchmal ganz nützlich, ja sogar fruchtbringend und erfreulich, einen Blick in einen Atlas zu werfen. Einen ganz einfachen Erdkunde-Atlas, aber das scheuen manche wie der Teufel des Weihwasser. Ja. Ich komme darauf noch zurück. Wenn wir uns jetzt, du hast darauf hingewiesen, die bedeutsamsten, also wir hatten ja auch in China Schutzgebiete, aber die bedeutendsten waren in Schwarzafrika. Gibt es da im Zusammenhang mit diesem Kontinent noch eine, wie soll ich sagen, eine gewisse Besonderheit, die das Halten der Kolonien, den Aufbau der Kolonien oder der Schutzgebiete in einer gewissen Weise erschwert haben, kulturelle Unterschiede oder wie auch immer, kann man da was zu sagen? Ja, dazu kann man eine ganze Menge sagen. Schwarzafrika ist wirklich ein Sonderfall in der Geschichte. Da ist die Mehr entstanden, die sich ja heute auch durch alle Medien hinzieht, bis zu Fernsehfilmen. Da kamen also die europäischen Sklavenjäger, ja, haben an der Küste gelandet, haben die armen Neger eingesammelt und auf die Schiffe und nach Amerika verfrachtet. Nun muss man nicht unbedingt Geschichte studiert haben, sondern kann versuchen, mal den gesunden Menschenverstand einzuschalten. Also, wenn da ein großes Schiff kommt, ein europäisches Schiff, wo es ja keine Häfen gab in Schwarzafrika, das muss also weit vor der Küste ankern. Das heißt, die Einheimischen sehen das Schiff. Dann müssen die Beiboote aussetzen, die Einheimischen sehen die Beiboote und können sie zwei Sachen machen. Sie können weglaufen, weil sie ja wissen, was da ist, und sich verstecken in einem Territorium, was die Weißen ja nicht kennen, weil sie keine Landkarten haben. Oder sie können sogar Widerstand leisten und warten, bis die Boote kommen, die dann mit Blasrohrpfeilen, Speeren, Keulen oder was sie haben und so weiter. Warum haben sie das nicht gemacht? Wenn nicht etwa, weil sie zu dumm dafür waren, sondern weil in dem Moment, als die Sklavenkäufer, nicht die Jäger, kamen, die Ware bereits bereitstand. Denn die örtlichen Häuptlinge haben im Austausch gegen Waren aus Europa, die sie nicht kannten, ihre Ware, also die schwarzen Sklaven, schon eingefangen und am Strand bereitgestellt. Das war, ist mal prozentual zu schwer zu sagen, aber mindestens zu 80-90% stand die Ware schon bereit, denn für die Sklavenjäger wäre es ja verdammt gefährlich gewesen, in einem Territorium, was sie nicht kennen, die Schwarzen einzufangen und hinter jedem Baum lauert vielleicht ein Krieger. Das wäre also ein eminent gefährlicher Beruf gewesen. Kurzum, diese Geschichte mit der Bereitstellung der Ware, insofern muss man das ja so nennen, der schwarzen Ware. Also das heißt, die Stämme und die Völker dort haben sich an dem Sklavenhandel ihrer eigenen Menschen beteiligt und bereichert. Haben sie sich dann bereichert. Entweder vertauscht gegen Waren oder sie haben sie direkt verkauft. Also, es gibt ganz wenige Gegenbeispiele, aber der normale Verlauf war eben so, die Sklavenhändler kamen an Land und da stand die Ware bereit und sie haben sich angeguckt, taugt der was, taugt der nichts, und hat dann mit den Häuptlingen verhandelt und dann bekamen die das. So, das ist die eine Geschichte. Hinzu kommt noch, dass Schwarzafrika sich auch noch bis ins 19. Jahrhundert, was uns ja jetzt interessiert, auf einer sehr niedrigen Kulturstufe befand. Also anders als die klassischen Kolonien, die die Spanier meinetwegen in Zentral- und Südamerika erobert haben oder auf dem indischen Subkontinent Engländer und Franzosen, wo es hochzivilisierte Kulturnationen waren, befand sich Schwarzafrika auf einer Zivilisationsstufe, die in etwa in Europa der späten Bronzezeit oder der frühen Eisenzeit entspricht. Bevor jetzt jemand schon die Nummer vom Staatsanwalt raussucht, um mich des Rassismus anzuzeigen, will ich gerne dir und dem Publikum meine Quellen offenlegen, woher ich das habe. Im 19. Jahrhundert haben sich ja Reise- und Kommunikationsmöglichkeiten explosionsartig verbessert. Und ab Beginn des 19. Jahrhunderts sind die ersten Forschungsreisenden nach Schwarzafrika, nach Innerafrika, in die sogenannten weißen Flecken gereist. Und die haben natürlich ihre entsprechenden Reiseberichte veröffentlicht. Und da hat ein britischer Professor an der Oxford-Universität, James Bartle Baker heißt der, mal verglichen die Reiseberichte von europäischen Expeditionen. Also das waren keine Sklavenjäger, sondern das waren wissenschaftlich interessierte, mehr oder weniger interessierte Menschen. Und hat also ausgewertet, was in diesen Reiseberichten von 1824 bis 1871 an Gemeinsamkeiten steht. Also was für alle Gegenden Schwarzafrikas mehr oder minder wie so ein roter Faden
zutrifft. Und da hat dieser Professor von der Universität Oxford Folgendes festgestellt, was gemeinsam ist in Schwarzafrika. Erstens einstöckige Wohnhäuser von einfachster Bauweise. Zweitens Dörfer, die selten 6000 Einwohner erreichen und nicht durch Straßen verbunden sind. Drittens keine Entdeckung des Rades für die Töpferei zum Mahlen des Kornes oder für den Fahrzeugverkehr. Viertens wenig Domestizierung von Tieren oder deren Verwendung für Arbeit und Transport. Fünftens keine Schriften oder Aufzeichnungen für historische Ereignisse. Sechstens kein Gebrauch des Geldes. Siebtens keine Erfindung eines Zahlensystems oder eines Kalenders. Achtens das Fehlen einer Verwaltung und eines Gesetzeskodexes. Und daraufhin kommt dieser Professor von der Oxford-Universität, ich zitiere, zu dem Schluss: Die Forscher befanden, dass die Afrikaner von geringer Intelligenz seien, ein gering entwickeltes Vokabular hätten, um abstrakte Gedanken ausdrücken zu können, und ein geringes Interesse an intellektuellen Fragestellungen. So, soweit der Herr aus Großbritannien. Das heißt also, es war natürlich für diejenigen, die da mit den Häuptlingen Verträge abgeschlossen haben, die in aller Regel auch nicht lesen und schreiben können, ein einfaches, sie zum Beispiel auch übers Ohr zu hauen. Ja, klar. Ja. Zur eigenen Vorteil. Das haben Deutsche, Briten, Franzosen alle gemacht. Die haben dann, meine ich, nur ein Beispiel zu nennen, haben also einen Vertrag abgeschlossen. Das Schutzgebiet hat, sagen wir mal, 50 Meilen. Ja. Nur meinten die Afrikaner, das wäre jetzt die englische Meile, oder in Wirklichkeit war es die geografische Meile, die 7-mal größer ist. So. Das heißt also, es war relativ einfach, da in Afrika Fuß zu fassen, da es auch keine zentrale Organisation, keine Staaten gab mit den einzelnen Häuptlingen, die einander ja spinnefeind waren. Mit Deutsch-Südwest kommen wir dann nochmal darauf sicher zurück. Das waren die Besonderheiten von Schwarzafrika. Das muss man so sehen, auch wenn einem das vielleicht ideologisch nicht in den Kram passt. Wenn es heute politisch nicht korrekt sein mag, aber okay, das ist etwas, was dann auch hier Gott sei Dank nicht interessiert. Du hast das angesprochen, die Verhältnisse jetzt in Deutsch-Südwest selber. Auch da gibt es ja konkurrierende Stämme. Also die Region heute, bis auf den heutigen Tag, ist ja nicht eine homogene Gesellschaft eines einzigen Stammes, sondern es sind ja konkurrierende. War das ein Spezifikum, was dann auch zu Problemen geführt hat? Ja, es hat schon zu Problemen geführt, weil, wenn wir jetzt mal das Gebiet von Deutsch-Südwest nehmen, also das heutige Namibia, gab es zwei große, jetzt generalisierte Stammesverbände. Das eine waren die im Norden wohnenden Herero, das andere waren die im Süden wohnenden, häufig als Hottentotten bezeichneten schwarzen Stämme. Ich muss vielleicht dazu was sagen, weil man immer den Ausdruck kennt oder ältere kennt, es geht zu wie bei den Hottentotten. Also das ist ein Wort, das aus dem Niederländischen stammt und heißt so viel wie Stotterer oder Stammler, weil diese Völker, die sie selber Nama nannten, daher der Staatsname Namibia, sich durch ein ganz seltsames Idiom mit Klick- und Zischlauten verständigten, wo die Holländer, also die Buren, die in Südafrika waren, die haben das nicht für eine Sprache gehalten, sondern die haben gedacht, die können nicht richtig sprechen, die stottern, und darum haben sie Hottentotten genannt. Okay, so. Okay. Also sie selber nennen sich Nama. Hottentotten klingt aber so schön exotisch, darum ist das so ein bisschen hängen geblieben. Es ist erstaunlich, dass, wenn nur mal in Klammern, dass in der wissenschaftlichen Lektüre dieser Unterschied oder der Verdikt, also darfst du heute nicht mehr Neger sagen, aber du darfst unverändert Stammler sagen zu den Hottentotten, obwohl sie die sich selber ganz anders nennen. Also da wäre doch mal ein Eingreifen der politischen Korrektheit mal dringend nötig. Ja, das unbedingt. Ich finde, wir haben, da wir so wenig Sprachverbote und Tabus haben, sollte man das wenigstens noch ein bisschen noch mit aufnehmen. Ja, sollte man. Also ich zitiere jetzt mal aus einem Bericht von Friedrich von Lindequist, der war später dann Gouverneur von Deutsch-Südwestafrika. Der schreibt: Früher waren die Hereros durch die Hottentotten in Schach gehalten. Und wenn sie sich mit ihren großen Rinderherden so zu weit über die traditionellen Grenzen des Herero-Landes ausbreiteten, dann wurden sie von diesen überfallen und tausende ihrer Rinder wurden geraubt und geschlachtet. Das heißt, also, es ging da auch nicht sonderlich friedlich zu, bevor die Deutschen kamen. Aber wir haben hier schon einen Fakt, der sehr interessant ist, nämlich die Herero waren, was für Schwarzafrika eher ungewöhnlich ist, viehzüchtende Nomaden. Die also, ihr Reichtum, den sie hatten, der bestand in dem Vieh. Die haben also kein weniger Land gehabt. Trotzdem haben sie natürlich, das Vieh muss ja irgendwo weiden, also sie haben Landbesitz gehabt und haben dann in Verträgen 1884 etliches davon unter deutschen Schutz gestellt. Dann wurde es das deutsche Schutzgebiet Deutsch-Südwest. Und
Diese Rivalität zwischen Hottentotten und Hereros ist etwas, was jetzt, ich sag mal, Deutsch-Südwest als Schutzgebiet erstmal geerbt hat. Gab es etwas, was dann auch zu konkreten, wir kommen ja dann nachher zu den Aufstand, zu konkreten Konflikten, schon während der Zeit des Schutzgebietes in den ersten Jahren geführt hat? Gab es da schon erste Auseinandersetzungen? Das Problem war, ich hatte ja schon gesagt, die Verträge wurden natürlich nach europäischem Rechtsverständnis gefertigt. Und das waren hauptsächlich auch Kreditverträge. Ja? Das heißt also, die örtlichen Häuptlinge, aber auch die Unterhäuptlinge und ihre Familienmitglieder waren also geradezu begierig nach allem, was aus Europa kam. Ob das jetzt Tant war oder wirklich wertvoll ist, spielte gar keine Rolle. Vor allen Dingen Alkohol, Waffen, Schmuck, Tant, was auch immer. Nun konnten sie aber nicht ihr ganzes Vieh verpfänden. Das hätte ihnen ja ihre Lebensgrundlage entzogen. Also haben sie Land verpfändet und haben da so ein bisschen gehandelt, wie mancher Bundesbürger heutzutage, der denkt, ein Kredit ist sowas wie geschenkt. Ja, also ich kriege das erstmal und auch mit der Rückzahlung mache ich mir keine Sorgen. Nur die deutschen Kreditgeber haben natürlich darauf bestanden, wie das im Rechtsstaat üblich ist, dass nach Ablauf der Frist dieser Kredit zurückgezahlt wird. Das konnten und wollten die Herero nicht und die Hottentotten übrigens auch nicht. Also kam der Gerichtsvollzieher, wie das heute auch ist, und dann hat man ihnen ihre Viehherden gepfändet. So, dummerweise gab es 1897, 98 auch noch eine Viehseuche. Das heißt, da kann ja nur keiner was dafür. Sie war knapp und das hat schon für ihr Wissen Unmut gesorgt, weil die Schwarzen das nicht verstanden haben. Wieso müssen wir jetzt den Kredit zurückzahlen? Ja, da gab es einen ganz besonders üblen Burschen, der hieß Samuel Maharero, das war so eine Art Oberhäuptling der Hereros. Der hat sich den Deutschen nahezu angedient, ja, als Verbündeter, auch gegen die bösen Hottentotten. Hat sich sogar fotografieren lassen, ganz stolz, in der Uniform der deutschen Schutztruppe, so nach dem Motto, ne, ich gehöre zu euch. Das war ein ganz hinterhältiger Bursche, der nachher hinter diesem Aufstand steckte. Der dann ein paar Jahre später stattfindet. Ja, 1904 dann in aller Gewalt losbrach. Ja. Also der dann mit einer spontanen Eruption an sich nichts zu tun hat? Nee, der hatte überhaupt nichts mit einer spontanen Eruption zu tun, sondern das war relativ gut vorbereitet. Ne? Es war ja so, man muss sich vorstellen, Deutsch-Südwestafrika ist ungefähr 850.000 Quadratkilometer. Also das ist ungefähr anderthalb Mal so groß wie das große Deutsche Reich damals. Für dieses Riesenterritorium war die Schutztruppe ungefähr 750 bis 800 Mann. Ja, also die konnte wirklich nur an ganz bestimmten Orten sein, ja, und auch natürlich auch zerstreut. Und das hat man ausgenutzt, ja, in diesem sogenannten spontanen Aufstand, der überhaupt nicht spontan war, sondern der ganz organisiert stattfand im Januar an einem Tag mit dem Befehl von Samuel Maharero, wie wir kämpfen, tötet alle Deutschen. Jetzt sind wir schon mitten im Aufstand. Ist dir das zu früh? Nein, das ist völlig okay. Ja, ja. Der brach dann los mit einer archaischen Grausamkeit, die man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Die Kreditthematik war der Auslöser? Die Kreditthematik war im Prinzip der Auslöser. Man hat es nicht verstanden, warum die Weißen ihr Geld wieder haben wollten. Man hat das als Schikane empfunden. Und in dem Moment, wo Vieh gepfändet wurde, sah man seine Existenzgrundlage bedroht. Dass die Weißen da die ganzen hunderttausende Hektar Plantagen gebaut haben, hat die Herero gar nicht interessiert. Die waren keine Ackerbauern, sondern für die ging das nur um dieses Vieh. Und da hat man sich so massiv benachteiligt gefühlt, dass es zu diesem Ausbruch, aber gesagt, wohl organisiert kam. Denn das war ja nicht ein Aufstand, sondern das war ja sozusagen, wir werden noch auf die Zahlen kommen, ich bin da ganz, ganz vorsichtig, 5.000 bis 8.000 Herero-Krieger waren das, ja. Und die haben ja nicht gegen die deutsche Schutztruppe gekämpft, die war ja woanders, die war im Süden bei den Hottentotten, sondern die hat Farmen überfallen und die deutschen Farmer und ihre Familien auf das Grausamste, ich komme noch zu den Details, hingeschlachtet. Warum komme ich darauf? Weil es zu DDR-Zeiten einen SED-Historiker gegeben hat, einen gewissen Herrn Drexler, der hat 1966 auf Parteigeheiß hin ein Werk verzapft, der deutsche Imperialismus und der Völkermord an den Herero. Dieser Unsinn wird bis heute weitergekaut, ohne Rücksicht auf irgendwelche Fakten. Mhm. Und dieser Herr Drexler hat da geschrieben, die Kriegführung der Herero war ausgesprochen human. Was hat er als Begründung aufgeführt? Weil die kaum Frauen und Kinder abgeschlachtet haben, sondern meistens Männer. Also nach zwei Tagen hat Maharero den Befehl gegeben, nicht Frauen und Kinder töten und bitte auch keine Engländer, weil er Angst hatte, dass die Engländer dann auch mit den Deutschen zusammen marschieren. Die Männer wurden
zum Teil auf viehische Weise hingerichtet oder ermordet. Dem wurden also Nasen und Ohren abgeschnitten bei lebendigem Leibe, die Geschlechtsteile abgeschnitten, in den Mund gestopft. Das alles vor den Augen ihrer Familien. Ja, aber die waren ja human, die Herero, die Frauen und Kinder. Es kamen also nur 5 Frauen und 2 Kinder wurden abgeschlachtet, also marginal, eigentlich sehr human. Kollateralschäden, ja, sehr human. Und diese traumatisierten Familien, wo man die Männer abgeschlachtet hat, wo übrigens die Herero-Frauen eine besonders üble Rolle gespielt haben. Die Männer haben sich meistens damit begnügt, die mit der Keule auf den Kopf zu hauen, dass sie tot waren. Und die Frauen haben sie regelrecht zu Tode gefoltert. Das sollte man immer im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt auf die Weiterungen gehen. Und das hat natürlich nicht nur in Deutsch-Südwest, sondern damals waren die Nachrichtenverbindungen ganz gut, in Deutschland einen unglaublichen Schock ausgelöst, wie sowas passieren kann. Es gab also insgesamt, die Zahlen sind relativ gut belegt, gab es also an diesen ersten Aufstandstagen 141 Opfer. Davon waren 7 Buren und der Rest waren Deutsche. Und man muss sich, also wenn du das jetzt so schilderst, dann reden wir ja hier von Zivilisten. Also wir reden nicht von einer militärischen Auseinandersetzung zwischen der Schutztruppe und aufständischen Hereros, sondern wir reden von ganz normalen Kriegsverbrechen, würde man das heute nach dem Kriegsvölkerrecht sagen, an Zivilisten. Ja, die Schutztruppe hatte zu dem Zeitpunkt so gut wie keine Opfer bei dir. Ganz woanders war. Im Süden bei den Hottentotten stand. Das heißt, es war ein Krieg, ein Mord an Zivilisten, wobei nicht nur also die Leute umgebracht wurden, die Farmen wurden niedergebrannt, landwirtschaftliche Produkte wurden vernichtet. Man hat die Verluste später auf ungefähr 7 Millionen Reichsmark, ich weiß nicht, wie viel das heute, aber könnten so ungefähr 700 Millionen Euro sein, würde ich mal schätzen. Also waren immense auch materielle Verluste. Aber was eben in Deutschland wirklich diesen Schock hervorgerufen hat, waren dieser Ausbruch elementarer Grausamkeit. Wie gesagt, die sind ja nicht erschossen oder erschlagen worden, was ja schon nicht schön ist, sondern regelrecht zu Tode gefoltert worden. Und das hat man in Deutschland also für nicht möglich gehalten. Ja. Und jetzt stand die Schutztruppe da mit 700 Hanseln und auf der anderen Seite waren da, weiß ich nicht wie viele, 1000 Herero. Und ja, jetzt war guter Rat teuer. Ja. Wenn man jetzt noch mal zurück zu dem Ausgangspunkt oder zu der Entwicklung, gab es in der späteren Betrachtung auf Seiten der Hereros irgendeine oder vielleicht nachträglich eine Erklärung, warum man in dieser viehischen Form vorgegangen ist? Oder also es war eigentlich das übliche Vorgehen unter Schwarzafrikanern in ihren Fehden, ja, sich da gegenseitig so zu verstümmeln und so weiter. Also das war jetzt nicht, dass das so besonders grausam war, weil es sich gegen Weiße richtete. Also die hätten das mit den Hottentotten oder mit den Bantu-Negern genauso gemacht. Ja. Also das war die übliche Art, das archaische Kriegsführung. Nicht? Also indem ich den Gegner sozusagen verstümmle und ihn seiner Mannbarkeit beraube, da wird er dann auch im Jenseits seine Probleme haben. So ungefähr waren diese war jetzt, sagen wir mal, jetzt nach unseren Vorstellungen natürlich unvorstellbar grausam, aber für die Kriegführung in Schwarzafrika unter den Stämmen selber die übliche Vorgehensweise. Die Reaktion des Kaiserreiches, wenn du jetzt sagst, das Ungleichgewicht zwischen einer Schutztruppe von deutlich unter 1000 und einer Größenordnung von mehreren tausend Hereros auf der anderen Seite, du sagst, es war guter Rat teuer, wie ging es weiter? Also Deutschland hat sofort reagiert. Es wurde also sofort mehrere Seebataillone in Marsch gesetzt. Wie gesagt, zu der Zeit, als der Aufstand aufbrach, das war im Januar 1904, war die Schutztruppe ungefähr 750 bis 800 Mann. Das hängt immer davon ab, wie viel einsatzbereit sind. Dann im Mai 1904, also 4 Monate später, hatten die Deutschen schon 3500 Mann. Und im der Hauptzeit dieser Camp im Juli waren es dann 7500 Mann, da war das militärische Gleichgewicht in etwa hergestellt. Das Problem war nur, dass in dem Moment, wo dieser Aufstand ausbrach, und nicht nur an einer Stelle, sondern an vielen Stellen, von Okahandja bis Windhoek, musste der Kommandeur der deutschen Schutztruppe, das war der Oberst Leutwein, nun sehen, was mache ich jetzt? Ja, ich kann mich ja im Prinzip nur zurückziehen, ich muss ja in die Defensive gehen. Ja, ich kann ja nicht mit 700 Mann gegen 10.000 offensiv werden. Und da er diesen Maharero, diesen Oberhäuptling, kannte, weil der ja früher sich den Deutschen so angedienert hat, hat er, und das hat man ihm in Deutschland furchtbar übel genommen, hat er versucht, das irgendwie auf dem Verhandlungsweg, nachdem aber wie gesagt schon über 100 Deutsche abgeschlachtet wurden, den irgendwie auf dem Verhandlungsweg ruhig zu stellen. Und das ist, wie gesagt, sehr übel vermerkt worden, obwohl natürlich die Schutztruppe auch gekämpft hat. Und man hat ihn dann
im Mai 1904 ersetzt durch einen anderen Kommandeur, das war der General Lothar von Trotha. Und der galt auch unter Kameraden als harter Hund, als einer, der durchgreift und der mit aller Energie dazwischen fährt. Der kannte also keine Rücksicht auf Verluste und kannte kein Pardon und hat auch in dem Sinne auch sehr erfolgreich agiert. Nicht? In der Schlacht am Waterberg im August 1904 hat er die Herero vernichtend geschlagen. Ja. Gibt es, also mit ihm wird ja dieser Vernichtungsbefehl in Verbindung gebracht. Was ist von diesem Thema zu halten? Davon ist zu halten, dass es diesen Vernichtungsbefehl nicht gibt. Das ist so. Ich habe jetzt keine andere Antwort erwartet, lieber Jan. Also, wenden wir uns an die harten Fakten. Also einen Befehl kann ich ja nur an eine mir unterstellte Truppe geben. Ja? Kann ja nicht mein Kriegsgegner etwas befehlen. Was Lothar von Trotha gemacht hat, er hat einen Erlass herausgegeben, der ausdrücklich übertitelt ist an das Volk der Herero. Den konnte er schlecht was befehlen. Die konnte er nur appellieren. Und ich zitiere jetzt mal, das ist der Aufruf an das Volk der Herero vom 2. Oktober 1904. Das war also anderthalb Monate nach dieser siegreichen Schlacht am Waterberg. Und da schrieb Lothar von Trotha: Ich, der große General der deutschen Soldaten, sende diesen Brief an das Volk der Herero. Die Hereros sind nicht mehr deutsche Untertanen. Sie haben gemordet und gestohlen, haben verwundeten Soldaten Ohren und Nasen und andere Körperteile abgeschnitten. Innerhalb der deutschen Grenze, Deutsch-Südwest ist damit gemeint, wird jeder Herero mit oder ohne Gegenwehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen. Das hat er den Herero gesagt. Man könnte auch sagen, psychologische Kriegführung, dass sie einen richtigen Schreck kriegen. Damit das aber nun wirklich nicht in die falsche Kehle von Soldaten kommt, die den Erlass ja kennen, hat er, das wird übrigens in der Literatur meistens oder häufig, fehlt dieser Nachsatz, hat er weiterhin geschrieben, dieser Erlass ist bei den Appellen der Truppe mitzuteilen. Mit dem Hinzufügen, dass das Schießen auf Weiber und Kinder so zu verstehen ist, dass über sie hinweggeschossen wird, um sie zum Laufen zu zwingen. Ich nehme mit Bestimmtheit an, dass dieser Erlass dazu führen wird, keine männlichen Gefangenen mehr zu machen, aber nicht zu Grausamkeiten gegen Weiber und Kinder ausartet. Die Truppe wird sich des guten Rufes des deutschen Soldaten bewusst bleiben. So viel zum Vernichtungsbefehl, der ein Nicht-Vernichtungsbefehl ist und auch kein Befehl. Ne? Der vor allen Dingen auch deutlich macht, dass es in erster Linie darum geht, die Hereros zu einzuschüchtern, zu warnen. Das heißt also, damit es nicht zu einer weiteren Eskalation kommt. Also genau das Gegenteil von dem, was in der normalen, standardmäßigen Darstellung einem hier üblicherweise verkauft wird. Ja, die Intention war in der Tat, die Herero erstmal aus diesen deutschen Grenzen, also aus Deutsch-Südwest, herauszubringen. Ja, es gab da sogar, was auch in der Literatur fast keine Rolle spielt, ein Gentleman Agreement mit den Briten, die in Bechuanaland saßen, das ist heutige Botswana, also es liegt im Osten von Namibia, dass die dort die Hereros, die aus Deutsch-Südwest kommen, erstmal vorläufig aufnehmen, ja, damit da Ruhe im Karton ist. Also die Kolonialmächte haben sich da auch relativ gut verstanden vor dem Ersten Weltkrieg, wenn es gegen die Einheimischen ging. Ja. Also wie gesagt, die deutschen Kolonialtruppen wollten die Herero erstmal raus haben, erstmal als Störfaktor aus dem Land haben. Wenn man jetzt, wir müssen das nicht groß diskutieren, aber wenn man jetzt sich hinstellte und würde das Verhalten Zivilisten gegenüber ganz am Anfang dieses sogenannten spontanen Aufstandes nach Kriegsvölkerrecht bewerten, haben diejenigen, die Truppen, die sich so verhalten, sich ja komplett außerhalb des Kriegsvölkerrechts und im Prinzip, also ich sag mal, auf eine Partisanen oder auf welche Ebene auch immer gestellt, womit dann auch das, was er jetzt hier schreibt, gerechtfertigt gewesen wäre, keine Gefangenen mehr zu machen. Also ja, die Herero hatten ja keinen eigenen Staat, folglich hatten sie auch keine eigene Armee. Die hatten mehrere Häuptlinge und die hatten bewaffnete Gefolgsleute. Ja, man muss ja mal wieder sagen, das war ja alles noch in einer Organisationsform, wie wir sie aus dem Frühfeudalismus kennen. Ja, also da war ein Lehnsmann und der hatte seine Gefolgsleute und eine reguläre Herero-Armee gab es ja nicht. Ja, es gab nur diese Stammeskrieger, die in dem Falle von diesem relativ charismatischen, offenbar Samuel Maharero geführt wurden.
Und wie gesagt, mit dem Gefangenen, es ging ja auch nicht, die wollten ja auch keine Gefangenen machen, die wollten ja auch gar keinen erschießen, die wollten die einfach aus dem Land treiben. Also ja. okay, ja. Jetzt hast du angesprochen, diese Schlacht Waterberg, die dazu führt, dass die Hereros geschlagen werden. Ist damit das Thema quasi beendet oder gibt es da noch ein Nachklapp in der Geschichte? Naja, es gibt natürlich einen Nachklapp. Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass du mich fragst, wie war denn das, als die Deutschen in der Wüste Kalahari die armen Hereros haben verdursten lassen, systematisch, diese Völkermörder. Das ist die Frage, die ich eigentlich politisch korrekt erwartet, ja. Weil ich dann darauf antworten könnte, daran ist so gut wie alles falsch, denn es ist alles falsch dran. Erstens, die Kalahari ist keine Wüste, sondern eine Trockensavanne. Das heißt, da gibt es ja wohl Vegetation und auch Wasserlöcher. Die Herero waren aber nicht in der Kalahari, sondern einem Ausläufer. Das war die Omaheke-Savanne. Die ist ungefähr 40.000 Quadratkilometer groß, also so groß wie die Schweiz. Die Leute, die die Hereros verfolgten, unter Oberstleutnant von Estorf, es waren 1200 Mann. Man muss nicht Militärgeschichte studiert haben, um zu überlegen, ob 1200 Mann ein 40.000 Quadratkilometer großes Gebiet abriegeln können. Ich stelle mir das ein bisschen kompliziert vor. So. Es ging auch gar nicht darum, da irgendwas abzuriegeln, sondern es ging darum, die Herero zu verfolgen und sie möglichst nur kurze Zeit an den Wasserstellen zu lassen. Denn da stand immer die Gefahr, wenn die sich da erstmal niedergelassen haben, dann kommen sie wieder zurück. Und sie sollten erstmal aus Deutsch-Südafrika weg. Und so hatte der Oberstleutnant von Estorf den Auftrag, auf einem 250 Kilometer langen Frontbogen, was auch schon eine ganze Menge ist für so ein paar deutsche Soldaten, zu sehen, dass die Herero nicht lange oder wenn es geht, möglichst gar nicht an einer Wasserstelle verharren, sondern diese Savanne möglichst zügig durchqueren und sich außerhalb von Deutsch-Südwest also bewegen. Gesagt, ja. Also man sagt, das war keine Wüste wie die Sahara, wo die waren, sondern das war eine Trockensavanne, eine Steppe, ja, die noch dazu natürlich die Einheimischen wesentlich besser kannten als die deutschen Soldaten, die kaum vernünftige Karten hatten. Ja. Also die Überlebenschancen waren da relativ gut. Wie kommt denn dann wenn dieser erste Teil mit dem mit der Wüste und mit auch den geografischen und sonstigen Verhältnissen alles komplett nicht stimmt, wie kommt denn dann die Mär zustande, dass dort ganz viele Menschen also verdurstet seien? Das ist eine Frage der Zahlen. Ja? Kein Mensch, der auch nur halbwegs seriös bleiben will, kann erstens sagen, wie viele Herero haben 1904 in Deutsch-Südwest gelebt. Das weiß keiner, weil es natürlich keine Volkszählungen gab. Dann gibt es eine Zahl, die ist willkürlich, die sagt, es waren 100.000. 100.000 hört sich immer schön an, merkt sich leicht. Ich setze mich hier hin und sage, nein, es waren 50.000. Beweis mir doch mal das Gegenteil. Das ist schon mal Kaffeesatzleserei. So. Dann gibt es diejenigen, die uns also dem Völkermord besonders gerne nachsagen. Zum einen die Briten, da komme ich noch darauf zurück, aber vor allem die im eigenen Land. Da, wenn man sich die Beispiele anguckt, da schwanken also die Angaben, wie viele Herero angeblich da umgekommen sein sollen, von 60.000 bis 85.000. Zwischen 60 und 85 ist ein Unterschied. Ja? Im Leben wie bei Herero. So. Warum? Weil das Kaffeesatzleserei ist. Tatsache ist, Wilhelm Busch hat den schönen Spruch geprägt, der größte Lump bleibt oben auf. Also Samuel Maharero mit seiner Familie und seinen Gefolgsleuten, der ist in Bechuanaland angekommen, das wissen wir. Wie viele da mit waren, weiß ich nicht. Die ganz Oberschlauen, die ja wissen, dass wir einen Völkermord begangen haben und die Zahlen ganz genau kennen, versteigen sich dann zu solchen Sätzen, die man sich auf der Zunge zergehen lassen sollte. Da ist es also in einem einschlägigen Werk, was auch auf dieser drechslerischen Kolportage beruht. Ich zitiere mal, eine unbekannte Anzahl Herero kam nach Norden durch, wo sie von den Ovambo aufgenommen wurden. Die Ovambo hatten auch kein statistisches Landesamt. Was ist eine unbekannte Zahl? Wenn wir mal ein bisschen reden, sind es 5 oder 50 oder 500 oder 5000. So, bin gleich fertig. Denn die einzige halbwegs gesicherte Zahl, die wir haben, die stammt von deutscher Seite, weil nämlich der neue Gouverneur Friedrich von Lindequist einen Erlass herausgegeben hat, in dem er sagt, alle Herero, die sich nicht aktiv an einem Mord beteiligt haben während dieses Aufstandes, können im Laufe der Zeit wieder zurückkommen. Und das ist dann von Deutschen registriert worden, das waren ungefähr 14.000, die da zurückkamen. So, jetzt haben wir also den Maharero mit seinen Truppen, der in Bechuanaland sitzt. Dann haben wir die Unbekannten, die bei den Ovambo sind. Dann haben wir die 14.000, die zurückgekommen sind. Wer
besitzt jetzt noch die Chuzpe zu sagen, wie viele Hereros gab es und wie viele sind davon umgekommen. Das kann man seriös wirklich nicht machen. Das ist alles Kaffeesatzleserei. Und ich beteilige mich jetzt auch nicht daran und sage, ich weiß aber, es waren so und so viele, sondern ich sage nur, wir wissen es nicht. Und daraus dann einen Völkermord zu konstruieren, das bedarf schon einer gewissen Böswilligkeit. Das heißt, wenn wir jetzt diese die ganze Geschichte, die ja letztendlich, wenn es um den Völkermord geht, nachher sich fokussiert auf die Ereignisse in der sogenannten Kalahari-Wüste, die keine Wüste ist, wo die eingekesselt wurden, was nicht möglich gewesen ist, ja. und auch nicht stattgefunden hat und wir auch nicht wissen, wie viele, kann man an sich seriös über das, was dort passiert ist, außer dass der Auftrag es gewesen ist, die Hereros aus dem Staatsgebiet von Deutsch-Südwest zu vertreiben und damit der Job auch erledigt war, nicht von Völkermord reden. Ja, das hindert aber niemand daran, es trotzdem zu tun. Ich meine, das frisst sich so in die Gehirne hinein. Ich sage das jetzt mal an einem Beispiel, was unsere deutsche Gegenwart schön beleuchtet. Die Familie des Generals von Trotha, also seine Urgroßneffen, hat sich bei der Regierung von Namibia für ihren bösen Vorfahren entschuldigt. Ja? Muss dazu wissen, pikant, der Herr Lothar von Trotha hat gar keine direkten Nachkommen. Ja? Das sind also irgendwelche Angehörigen der Familie. Ja? So, also ich meine, da muss ich schon mich freuen, dass unter meinen Vorfahren nicht Hermann der Cherusker ist, sonst muss ich mich bei den Italienern noch für den Teutoburger Wald entschuldigen. Ja? So, also das heißt, wir können da nicht 39 mit dem Völkermord, nicht wie wir als Volk des klassischen Verbrechertums, müssen doch bitte im 19. Jahrhundert führend sein. Auch möchten bitte unseren ersten Völkermord des Jahrhunderts haben. Gut, dass die Briten 1900 Zehntausende Buren, Frauen und Kinder an Konzentrationslager gesperrt haben und dort verhungern und an solchen zugrunde liegen. Das war berechtigtes Interesse der britischen Kolonialpolitik. Aber wir wollen jetzt unseren Völkermord haben. Den lassen wir uns hier nicht nehmen. Ich sag dir mal eins, weil lieber Fakten stören hier. Ja. Ja, und wir lassen uns unseren Völkermord nicht nehmen. Ja. Zumal ja, das muss man auch mal sagen, die Deutschen ja auch diese Kolonie nur aus purer Bosheit genommen haben. Das weiß ich nämlich auch aus der Literatur. Da steht nämlich drinnen von großen deutschen Historikern, ja, die deutschen Kolonien waren nämlich ganz, ganz wertlos. Die Deutschen wollten die nur haben aus puren, wie hast du gesagt, Größenwahn. Ja, da schreibt doch ein, ich mag nicht Historiker, na gut, es gibt gute und schlechte Historiker, ein Schreiberling, ja, hat vor 2 Jahren gesagt, die paar Kolonien, die Deutschland besaß, das war hauptsächlich wertlose Fieberküste und undurchdringliches Sumpfland. Ja, Erdkunde 5, ne? Oder gibt es die 6 noch in der Schule, weiß ich nicht. So, also die Frage ist, wie wirtschaftlich waren die Kolonien? Da können, ich mag mich nicht mit Ökonomie befassen, weil Ökonomie für mich eine After-Wissenschaft ist, in der man alles oder nichts beweisen kann. Aber wenn diese Kolonien so wertlos, Fiebersümpfe und so gewesen wären, warum hatten denn die Westalliierten nichts Eiligeres zu tun, als sie nach dem Ersten Weltkrieg diese Kolonien gierig einzukrallen? Ja? Wieder Recht und Gesetz. Warum hat man denn nicht gesagt, ach, das ist so wertvoller Kram, jetzt sind wir mal großzügig und überlassen das den Einheimischen? So wertloser, ja. Oder gar, wenn das so ein Klotz am Bein ist, müssen die bösen Deutschen ihre Kolonien, die nur Fiebersümpfe sind, zur Strafe weiterbehalten. Nein, man hat nichts Eiligeres zu tun, als sie sich einzukrallen. So, und um nun zu beweisen, und jetzt geht das auf deine Eingangsthese zurück, dass das auch viel segensreicher für die Völker ist, weil die Deutschen ja sowieso nicht fähig sind, eine Kolonie zu verwalten, haben die Briten ein Propagandaschrift herausgebracht, das sogenannte Blaubuch. Daran wurde also klärlich klar bewiesen, wie die Deutschen die Hereros ausgerottet und die Hottentotten geköpft etc. pp. Haben. Das war ein übles Machwerk, das 1926 vom südafrikanischen Parlament als Fälschung dargestellt. Vom Südafrika. Südafrika hatte das Mandat für Südwestafrika bekommen. Selbst die Verbündeten haben das also als im Parlament eine plumpe Fälschung bezeichnet, ja, von was da alles behauptet wird. Aber egal. Ja, also unseren Völkermord lassen wir uns hier nicht nehmen. Auch nicht von diesen Gesprächsrunden. Ne? Nein, das ist völlig klar. Da wollen wir auch nicht dran rütteln. Aber es ist insofern spannend, wenn man wirklich mal die Faktenresistenz beiseite lässt und man wirklich mal in die Geschichte einsteigt, dass dann sich plötzlich herausstellt, dass die Situation und die Verhältnisse doch in dem einen oder anderen Fall ganz anders waren, als es uns die Geschichtsbücher erzählen. Denn wir lernen den Völkermord, wir kriegen ihn gelehrt.
Wir kriegen diese Ereignisse in der Kalahari. Wir erfahren keine Details von dem 1904er Aufstand, sondern einfach nur, dass es ein Aufstand gegen die Unterdrücker ist. Und dass die Kriegführung sehr human war, der Herero, das haben wir auch erfahren. Völlig klar. Und dass es dann eine Überreaktion des Deutschen Reiches gegeben hat, der im Verhungern lassen Hunderttausender in der Wüste von Kalahari, ja. Nachdem man die mit 1200 Mann eingekesselt hat. Das muss man sich mal so bildlich vorstellen, 40.000 Quadratkilometer und 1200 Mann kesseln. Die Deutschen können das. Kesseln da ein. Ja, das also gut. Da hilft, wie du zwischendrin mal gesagt hast, der Blick in einen Atlas, um sich mal darüber im Klaren zu sein, dass man ein Land wie die Schweiz nicht mit 1200 Mann einkesseln kann. Und da dann keine Chance besteht, irgendwo zu entwischen. Also das... Ja. Ich muss mich wiederholen, Fakten stören häufig. Ja, ja. Ein treffendes und sinnvolles Schlusswort, Fakten stören. Du hast zu den Fakten und den Hintergründen hier eines Kapitels deutscher Geschichte beigetragen. Politisch nicht korrekt, wie ich das bei dir mag und wie das auch üblich ist, weil es natürlich in dieses Bild nicht hineinpasst. Wofür wir jetzt keine Zeit haben, was nochmal ein ganz spezielles Kapitel sicherlich wäre, wie unabhängig von diesem konkreten Aufstand die Menschen in Deutsch-Südwest die Kolonialherrschaft, die Zeit als Schutzgebiet erlebt haben, wie sie damit umgegangen sind, ob das eine Zeit war, die geprägt wurde durch diesen Aufstand und quasi eine Angst vor dem Furor Teutonicus oder ob die Menschen dort nicht ganz andere Erfahrungen haben machen können und dass in dem Moment, wo ein solches Massenmorden stattfindet, sich die Schutzmacht wehren muss. Ist eigentlich völlig logisch und völlig klar. Ja, ich würde gerne noch etwas zum Schluss sagen, weil du auf die rekurriert hast, auf die deutschen Kolonien, auch um das Reizwort nochmal zu zitieren. Es gab Hermann von Wissmann, das war der Gouverneur von Deutsch-Ostafrika, also im Wesentlichen ist heute Tansania, und der hat 1895, also das war noch 10 Jahre vor diesem Aufstand in Südwest, Folgendes geschrieben. Man, als Anweisung für seine Beamten und für seine Leute dort, man soll Religion, Sitten und Gebräuche des Afrikaners strengstens respektieren. Der Neger soll erkennen, dass man ein Herz für ihn hat. Das waren die bösen deutschen Kolonialherren. In einer Anweisung an die Beamten der Verwaltung. Ja. Ja. Allerdings ist natürlich diese Anweisung schon aufgrund der Verwendung des N-Wortes völlig desavouiert in heutiger Zeit. Insofern kann man schon sagen, wer sowas schreibt, kann kein humaner Mensch gewesen sein. Mitnichten. Müssen wir uns doch beim Klaren sein. Sind wir uns doch. Alles klar. Jan, herzliches Dankeschön. Liebe Zuschauer, es gibt eine wundervolle Publikation von Jan von Flocken, Unser tausendjähriges Reich, politisch unkorrekte Streifzüge durch die Geschichte der Deutschen, die in dem Zusammenhang und in vielen anderen Zusammenhängen zu empfehlen ist. Und etwas unkonventionelle oder sehr unkonventionelle Blicke auf verschiedene Episoden der deutschen Geschichte wirft. Etwas, was nicht nur als Ergänzung zum Schulunterricht dringend zu empfehlen ist, sondern im Prinzip dem Schulunterricht und dem, was wir heute in den Schulen lernen, vorzuziehen wäre. www.kai-homilius-verlag.de ist die Internetseite, auf der ihr diese Publikation bestellen könnt und natürlich auch eine ganze Reihe anderer. Auch weitere Publikationen von Jan von Flocken, die sich mit historischen Ereignissen befassen, immer wundervoll gut zu lesen. So wünscht man sich Geschichtsbücher, nicht trocken, nicht langweilig und öde, sondern mit Herzblut geschrieben und dann auch noch mit unkonventionellen Sichtweisen und Ergebnissen. Einfach fantastisch. In diesem Sinne, liebe Zuschauer, für das Interesse und die Aufmerksamkeit, wie immer ein herzliches Dankeschön. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.